Klimaneutral 2045 schaffen wir nur, wenn wir die Netze umbauen, schaffen wir nur, wenn wir die Prozesse effizient gestalten. Schönen guten Tag, ich bin der Marc. Ich arbeite für die Valantic in Köln und beschäftige mich mit dem Thema Enterprise Asset Management. Heute geht es darum, wie sich die angepeilte Klimaneutralität auf die Veränderung in Stromnetzen auswirken wird. Klimaneutralität bedeutet, dass wir im Prinzip alles, was wir tun, in irgendeiner Form elektrisch tun werden müssen. Heißt, wir brauchen viele zusätzliche Stromerzeuger. Wir werden viele zusätzliche Stromabnehmer haben und wir werden, weil wir den Strom ja klimaneutral erzeugen wollen, diesen Strom auch zwischenspeichern müssen für die Zeit zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch. Das heißt, die Netze müssen ausgebaut werden, verstärkt werden, Verbraucher werden angeschlossen werden müssen und wir erwarten in den nächsten 20 Jahren ein erheblich gesteigertes Aufkommen an Netzbaumaßnahmen. So, die Frage ist, warum beschäftige ich mich jetzt damit? Ich kann ja gar keine Netze bauen. Ich beschäftige mich mit SAP und SAP ist bei den meisten Netzbetreibern die ERP-Lösung, die eingesetzt wird. Das heißt, wann immer Dienstleistungen bestellt werden, Material beschafft wird, Rechnungen geschrieben werden etc., dann passiert das zwangsläufig mit SAP. Außerdem können wir mit SAP, nicht nur mit SAP, aber hauptsächlich mit SAP, den kompletten Asset Lifecycle der Assets da draußen, also des Stromnetzes, abbilden. Und wenn ich sage, der komplette Lifecycle, heißt das angefangen bei der Wirtschaftsplanung, also der jahresweisen Budgetierung, der Projektbudgetierung, also für ganz konkrete Maßnahmen, über die Beschaffung von Material, Dienstleistungen, über das Contractor Management, die Inbetriebnahme der Anlagen bis hin zum tatsächlichen Betrieb der Assets. Wir haben immer ein Systemverbund auch mit anderen Systemen, zum Beispiel geografische Systeme, also GIS-Systeme spielen eine große Rolle, aber auch Netzberechnungstools oder Beschaffungsplattformen für Dienstleistungen. Wir sehen bei den Netzbetreibern verschiedene Trends auf verschiedenen Ebenen. Einmal unternehmensübergreifend, ganz klar eben der Trend zu einer signifikant höheren Anzahl von Baumaßnahmen. Das heißt, die Unternehmen brauchen Werkzeuge, mit denen sie die Bauvorhaben im Überblick sehen, die priorisieren können und so nacheinander aufgleisen, dass es eine lösbare Aufgabe bleibt. Wir sehen innerhalb der einzelnen Unternehmen eine deutlich klarere Strukturierung. Das heißt, man versucht, Commodity- und Non-Commodity-Geschäft zu trennen. Das heißt, das Netzbetriebsgeschäft wird von dem nicht regulierten Geschäft getrennt. Nicht reguliertes Geschäft wären so Sachen wie Ladesäulen betreiben, Windparks betreiben oder sich da einkaufen und so weiter. Das heißt, da sehen wir eine ganz klare Aufteilung. Und innerhalb der Unternehmen selbst sehen wir einen ganz klaren Trend zu echten Asset-Managern. Asset-Manager werden auch bei der Wirtschaftsplanung auf der strategischen Ebene in Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Und unser Job ist es eigentlich, die Asset-Manager mit Informationen zu versorgen, dass sie die Entscheidungen, welche Bauvorhaben priorisiert werden und welche nicht, welche durchgeführt werden, welche nicht, transparent und nachvollziehbar treffen können. Wir sehen bei Netzbetreibern drei große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, es zu schaffen, ein systemübergreifend einheitliches Master Data Management hinzukriegen. Herausforderung 2 ist, ebenfalls systemübergreifende Ende-zu-Ende-Prozesse zu etablieren, möglichst standardnah. Und die dritte Herausforderung ist nach meinem Verständnis, die Chancen, die die Digitalisierung und die neuen Technologien bieten, sauber in diese Prozesse einzubinden, sodass wir von dem Nutzen profitieren können. Wenn man sich jetzt mit dem Thema Asset Management von Netzen beschäftigt, fängt man immer mit den Stammdaten an. Das heißt, man versucht im Projekt ein gemeinsames Verständnis dafür zu erreichen, welche Daten in welchen Systemen vorliegen. Man designt das Datenmodell. Aufbauend auf diesem Datenmodell würde man dann die passgenauen
Prozesse definieren. Und wenn wir von Prozessen reden im Asset Management, denkt man natürlich in erster Linie eben an die betrieblichen Prozesse, also Instandhaltungsprozesse. Aber gerade mit Blick auf die Bautätigkeiten für sich selbst oder auch für Dritte, muss man natürlich eben auch an die investiven Prozesse denken. Wenn wir über Prozesse reden, dann ist immer die erste Frage, gibt es Best-Practice-Prozesse? Und die Antwort ist jein. Heißt konkret, für die Instandhaltungsprozesse gibt es natürlich Best Practice bei der SAP zum Runterladen. Für die Bauprozesse, also Construct to Asset, gibt es die von SAP nicht. Wir haben solche Prozesse auf Basis der Kundenprojekte und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Prozesse werden natürlich dann im Designfall auf die konkreten Anforderungen des Kunden zugeschnitten. Gilt natürlich für die Best-Practice-Prozesse von der SAP auch. Es muss also niemand Angst haben vor Best-Practice-Prozessen. Die werden immer auf die spezifischen Kundenbedürfnisse angepasst. So, wenn Sie jetzt überlegen, ob Sie ein Asset-Management-Projekt starten, dann wären mir persönlich 5 Punkte ganz besonders wichtig. Der erste ist, es muss ein klares Commitment und eine klare Kommunikation der Unternehmensführung geben, dass man als Unternehmen dieses Projekt will. Es müssen alle relevanten Stakeholder mit einbezogen werden. Wir müssen es schaffen, systemübergreifende, und zwar nahtlos übergreifende Prozesse zu gestalten. Wir müssen die Mitarbeiter schulen. Und wir müssen nach dem Projekt das Projekt monitoren und müssen nachschärfen, wenn es irgendwo Bedarf gibt. Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren passieren? Weiß kein Mensch. Was wir aber glauben, was passieren wird, ist, dass wir immer mehr Daten aus den Netzen zur Verfügung gestellt kriegen. Diese vielen, vielen Daten werden wir nicht mehr ohne maschinelle Hilfe verarbeiten können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich künstliche Intelligenz einsetzen müssen, um die Daten zu interpretieren und die Daten dann zu Informationen aufzubereiten, mit denen wir am Ende des Tages eben dann Entscheidungen fällen können. Wie soll man sich jetzt strategisch aufstellen, um diese Chancen, die vor allen Dingen eben die neuen Technologien bieten, zu nutzen? Da gibt es nach meinem Verständnis 2 mögliche Herangehensweisen. Die eine wäre, dass man vom Business her schaut, das heißt, wo steckt das meiste Potenzial drin oder wo verliert man heute am meisten Geld? Und die zweite Möglichkeit wäre die, dass man sagt, man geht von der technologischen Seite her und sagt, welche Technologien stehen zur Verfügung, die Nutzen stiften können und versucht hier zu experimentieren. Egal welchen Weg man geht, ich glaube, dass man auf jeden Fall immer erst mit dem Piloten arbeiten sollte und wenn der Pilot erfolgsversprechend aussieht, dass man dann die Lösung ins Feld ausrollen sollte. So, für alle, die jetzt noch dabei sind, die scheinen sich für das Thema irgendwie zu interessieren, für die noch der Hinweis, es gibt das nochmal in ein bisschen ausführlicher und den Link findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, es gibt noch jede Menge dieser Trend-Talks von Valentic, schaut doch mal rein.